Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Vittorio von Italien, 48 Jahre alt. Ein Kaiser, der sich ganz der Religion verschrieben hat, der will den rechten Glauben nach Europa zurückbringen. Vor allem auch nach Osteuropa. Und ja, für mich ist ein neue Aufnahmesession und wie immer vor einer neuen Aufnahmesession mache ich mir immer ein bisschen mehr Gedanken und gucke mich mal ein bisschen genauer um und da sind mir doch wieder ein paar sehr interessante Sachen aufgefallen. Und zwar der König von Ungarn, da haben wir ja schon festgestellt, dass das ein Unruhrhinger ist. Das ist er über eine Linie von Geldern, also die gar nicht jetzt in unserem Reich drin war. Aber das Witzige ist eigentlich, also er ist der Sohn von Prinzessin Agatha, der wir dieses Königreich ja mal abgenommen haben. Das ist mir bisher gar nicht richtig aufgefallen. Auf die Frauen achtet man immer ein bisschen weniger, gerade wenn die keine Titel bekleidet haben. Ja, tatsächlich ist er der Sohn. Deswegen hat er auch seinen Anspruch durchgedrückt. Er ist ja auch ehrgeizig. Er hat aber eigentlich gar nicht so viel mehr Truppen wie unser Bruder. Theoretisch könnte der das machen, aber der ist feige. Daher glaube ich irgendwie nicht, dass der hier seine Fraktion triggern wird. Er ist eigentlich der mächtigste im Reich. Könnte ihm eigentlich richtig Ärger machen, zumal der halt wirklich nicht viel hat. Naja, so ist es halt. Und da gibt es noch eine weitere sehr interessante Sache. Und zwar, hier in dänischem Gebiet ist es so, es gibt hier die Herzogin von Jylland, Jarl Asta Freyjadottir. Die ist die Tochter der Jarl Freyja Lerbensdottir von Schleswig und auch deren Haupterbin. Also das Herzogtum bzw. Jarltum, das wird irgendwann auch an diese Jarl Asta gehen in Jylland. Jylland ist relativ groß, weil denen auch hier, wie heißt das, Jylland gehört. Und wenn die das hat, würde ich behaupten, könnte die schon fast das Königreich gründen. Hier. Das müsste eigentlich ungefähr die Hälfte sein. Vielleicht braucht sie noch das eine oder andere mehr, aber ich habe den Verdacht, dass es so sein könnte. Und was daran besonders interessant ist, ist, dass ihr Erbe auch ein Unruhrhinger ist. Weil sie nämlich mit einem Unruhrhinger verheiratet ist. Der kommt von so einem Baron abstammt, und zwar hier in den Westfranken. Blöderweise, muss man dazu sagen, ist dieser Erbe auch waldensisch. Gut, das muss jetzt nicht so bleiben, aber es liegt einfach daran, dass der Vormund hier waldensisch ist. Die Eltern sind es nämlich nicht. Die sind Katholiken, aber er ist über den Vormund waldensisch geworden. Tja. Auch eine Unruhrhinger übrigens, die ja irgendwie eine weitere Tochter ist von dem Vater. Hä, Moment mal. Jetzt bin ich verwirrt. Wie ist das jetzt passiert? Ah, der, ja klar, der lebt noch. Das ist eine Tante von ihm. Also er ist bei seiner Tante untergebracht. Ja. Trotzdem, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen, könnte ich mir vorstellen, dass unser äußerst hinterhältiger Herrscher jetzt mal von seinem Prinzip nur gegen Nicht-Katholiken abweicht und hier mal versucht, einen Mord zu begehen. Einfach um hier ein bisschen schneller die Unruhrhänger-Dynastie auf den Thron zu bringen. Das ist das Einzige, was mir gerade im Sinn ist. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das ein bisschen steigern kann. Wir können Leute einladen. Der könnte überzeugt werden. Wie ist denn er drauf? Der hat aber überhaupt keinen Ränkespiel-Skill. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, die meisten davon können wir nicht überzeugen. Aber wir könnten vielleicht unseren Hofspitzel mal darauf ansetzen, Komplotte unterstützen. Ja, das hat schon was gebracht.
Da müssen wir mal schauen. Vielleicht finden sich jetzt sogar noch mehr. Nee. Nee, nee. Ja, wir gucken einfach mal, ob das Ganze erfolgreich ist. Wenn es nicht erfolgreich ist, ist auch okay. Ich meine, früher oder später wird die sowieso sterben. Sie hat aber halt diesen gesunden Körper-Trait und sie ist halt Richtung Bildung gegangen. Und deswegen hat die unglaublich viele Boni auf die Gesundheit. Und deswegen glaube ich, dass die nicht unbedingt sofort sterben wird. Naja. So viel zu den anderen Herrschern. Jetzt geht es mal wieder um unsere eigenen Ziele. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, ich würde mal gerne hier die de jure Gebiete von Böhmen erobern. Das will ich jetzt auch tun. Und zwar geht es jetzt gegen Polen. Der Pole ist nicht so stark. Und ich habe mir überlegt, ich werde mal hier das mit einem Religionskrieg machen. Ich könnte natürlich auch das de jure erobern, das ist richtig. Der Religionskrieg hat aber den Vorteil, dass ich auch ein bisschen Hingabe bekomme. Und es passt natürlich zu einem religiösen Herrscher eigentlich auch ein bisschen besser. Deswegen würde ich das jetzt mal machen. Ich möchte nämlich hier mit der Frömmigkeit noch ein bisschen weiterkommen. Es gibt ja ein paar schöne Sachen, die man machen kann, wenn man ja ein bisschen bessere Frömmigkeit hat. So, deshalb, wir erklären hier den Krieg. Nochmal zur Erinnerung für alle, die es schon wieder vergessen haben: Religionskrieg heißt, dass alle, in dem Fall Slowenskaner, beim Gegner mit eintreten können. Also sie können als unsere Gegner eintreten. Und ja. Das könnten schon ein paar sein, aber ich habe natürlich vorher geschaut. Also es gibt nicht so viele Slowenskaner noch, die uns jetzt wirklich gefährlich werden könnten. Deshalb habe ich das jetzt mal so gemacht. So, jetzt brauche ich mal einen Sammelpunkt. Wo habe ich denn meine Sammelpunkte? Ich habe ja nur einen. Da gehen wir doch mal direkt hier nach Prag. Das passt. Heben hier mal unsere Truppen aus. Ich werde mal ein bisschen sammeln gehen. Aha, der hat einen Kriegerorden gegründet. Ach, Moment, gerufen, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte mal unseren Johanniterorden hier anwerben. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und dann können wir hier, glaube ich, das Sammeln auch schon beenden, weil mit den Johannitern zusammen dürfte uns das nicht schwerfallen, die zu besiegen. Ja, die hauen auch schon wieder direkt ab. Dann treffen wir sie halt hier auf deren Gebiet. So. Minus 20, sagt er. Warum? Weiß ich nicht. Ging zu schnell. Komplott aufgeflogen. Die Existenz meines Komplotts gegen Jarl Freier ist aufgeflogen. Auch wenn meine Verstrickung darin noch nicht bekannt ist, macht es dies dennoch wesentlich schwerer, meine Pläne Früchte tragen zu lassen. Naja, gut, bei 5% kann ich das, glaube ich, voll vergessen. Naja, war ein Versuch wert. Tja. Mal ein paar Belager hier stationieren und die weiter verfolgen. Die letzte Schlacht hat uns ja auch ein bisschen Hingabe gebracht, genau. Wir haben Leute gefangen genommen. Wie viel Hingabe hat das gebracht? Auch wieder ein bisschen. Also so kann man es jetzt auch steigern. Das ist schon mal schön. Tja. Was sind denn das hier für welche? Ach so. Nee. Eingetreten ist da noch keiner. Eine weitere Armee. Ekstatische Bauern. Die Bauern in Grafschaft von Luni sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für ihr Glück und haben Abgesandte ihres Standes mit Geschenken zu mir geschickt. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Ach so. Also, der möchte jetzt gegen uns kämpfen, dann werde ich mal unsere Truppen hier losschicken. Mal sehen, wo wir die erwischen.
Na? Okay. Natürlich jetzt im Gebirge, das ist nicht so geil. Aber ich denke, bei 1500 zu 11, na fast 12.000 muss ich mir nicht so Sorgen machen. Das muss mir jetzt allerdings Sorgen machen. Ich habe doch ein bisschen wenig Leute hier gelassen. Oh je, das könnte jetzt voll in die Hose gehen. Diese Schlacht finde ich ein bisschen spannender. Gut, wir laufen da natürlich schleunigst hin. Wir suchen hier noch zu unterstützen. Oh, bei minus 33 und ich habe hier keinen Anführer drin. Das ist ja ein Versäumnis. Aber es sieht gut für uns aus. Wir sind einfach viel, viel besser ausgerüstet. Hm. Gut. Ich muss hier vielleicht doch ein paar Leute mehr zurücklassen. Wir haben die Belagerung auch gewonnen. Tja, das hat er sich anders vorgestellt, würde ich mal behaupten. So. Das waren jetzt schon 80%. Hm. Dann gehen wir mal zur Baronie von Jungbunzlau. Wofür wirkt sich das eigentlich aus? Die Frömmigkeit? Die hat sich ja jetzt nicht verändert natürlich bei uns, oder? Wer ruft mich? Lothringen natürlich wieder gegen einige aufmüpfige Schwaben. Graf Franz von Berg? Warum sind denn das Schwaben? Und Graf Wido von Koblenz? Naja. Da muss ich natürlich wieder mitmachen. Zumindest pro forma, aber er versteht sicher, dass wir gerade andere Kriege am Laufen haben. So. Jetzt wird's interessant, weil wir aus zwei Richtungen Armeen haben. Da halbiere ich die mal. Oh nein, nicht die. Stopp, nochmal alles zurück. Belagerung stationieren. Dann teilen wir die hier nochmal. Und diese Hälfte schicken wir hier rüber. Und die andere Hälfte schicken wir dem entgegen. Ja, das hat er sich gleich mal wieder anders überlegt. Und hier werden wir noch einen Belagerungsgeneral reinsetzen, unseren Schwager. Der macht das ja ganz gut. Was ist jetzt los? Die Rohganische Reformation. Simbago Gnilane, eine berühmte Persönlichkeit inmitten der Rohganer, hat alle Saltiguen im Land dazu sich gerufen, um mit ihnen über unsere Glaubensgrundsätze zu sprechen. Über unsere, über ihre wohl eher, ne? Und eine offizielle Doktrin für den heidnischen Glauben festzulegen. Die Rohganische Saltiguen. Diese rohoganischen Saltiguren ermutigen Zusammenarbeit und Toleranz auch Ungläubigen gegenüber und sie erbitten die Hilfe von Geistern, damit diese Gläubigen durch diese turbulenten Zeiten führen. Die erblühende Bewegung hat sich entschlossen, kein religiöses Oberhaupt einzusetzen, stattdessen soll jeder Saltigue für sich entscheiden, welche Lehren für sein eigenes Gotteshaus passend sind. Okay, wo befindet er sich? Königreich von Kaabu. Es. Ach so. Okay, da unten hat sich jetzt gerade ein Glaube reformiert. Es könnte uns nichts weniger interessieren, glaube ich. Das ist dann doch zu weit weg, auch für unseren religiös interessierten Herrscher. Hm. Wie sieht's hier hinten aus? Nicht so gut, ne? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Es könnte sein, dass hier auch noch der Kriegerorden mit drin ist. So, das war der Krieg. Wir erzwingen alle Forderungen. Bekommen etwas Hingabe, würde ich mal so sagen. Hm.
Also ich habe den Eindruck, dass diese Hingabe, die ich hier bekomme, dass die auf die... Also, Moment, klar. Das ist logisch. Das ist ja auch gar nicht die Frömmigkeit hier oben, sondern die Hingabe darunter. Das wird dabei unterstützt. Das ist für sogar noch viel besser. Finde ich gut. Okay. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall den Kriegerorden wieder nach Hause schicken. Ah, das ist von alleine passiert, okay. Wie viel Mann brauchten der da hinten? Wahrscheinlich alles, was wir hier haben, ne? Ja, dann marschieren wir mal nach Mainz. Alicia Unrohrhinger, unsere Tochter, braucht einen Vormund. Vor allem braucht sie einen Fokus. Und ich habe meine Würfel nicht parat. Sekunde. So. Wir würfeln wie immer. Und zwar diesmal zwischen Bildung und Diplomatie. Ups. Jetzt habe ich meinen Würfel irgendwo anders hingeschossen. Ich muss nochmal würfeln. Der Würfel ist weit weg. 5 würfle ich. Also wird's Diplomatie. Bei Diplomatie, wen haben wir denn da? Wir hätten unseren Ratskanzler. Der ist 81. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wow. Gesundheit schlecht, aber 81, Leute. Ja, das ist ja schon fast ein Methusalem. Sogar sein Sohn, sein Erbe ist schon 64. Die Frage, ob der das noch erlebt. Seine Gesundheit ist nämlich auch schon schlecht. Interessant. Und er ist verlobt mit einer sehr jungen Frau, die allerdings gerade krank ist. Interessant. Tja, wen nehmen wir? Haben wir vielleicht irgendeinen Vasallen, der vielleicht eine bessere Meinung von uns brauchen könnte und ganz gut in Diplomatie ist? Herzog Dietrich von Romagna. Den könnte man nehmen. Vielleicht haben wir sogar noch eine Frau. Die Gräfin von Passau kann uns überhaupt nicht leiden. Ah, stimmt, der hatten wir ja den Titel weggenommen. Oh! Herzog Ottone von Ancona hat eine 32. Und das bemerke ich jetzt erst. Also da ist es mir eigentlich egal, ob das jetzt der Meinung dient oder nicht. Den will ich natürlich haben. Wow. Mit 32. Könnte man sich fast überlegen, ob man den nicht mal austauscht, ne? Das ist immerhin ein Herzog von Ancona, ne? Doch, den... Achso, klar, der macht gerade was anderes. Muss ich mal kurz die Pause lösen. Ja, und jetzt. Ja. Wow. Ja, so einen Ratskanzler muss man natürlich ausnutzen, das ist ja klar. Wer kann hier heiraten? Unser Sohn. Auch ein Prinz Vittorio der Keuche. Kann Frederika Mainz-Hammelburg heiraten? Sie sind jetzt beide erwachsen. Ja, dann los geht's. Das ist ja auch der Herzog der Auvergne, der hätte jetzt auch von selber heiraten können. Ja. Achso, ich habe auch noch wieder 2 Titel zu viel. Das habe ich irgendwie ein bisschen übersehen. Radspitzler hat ein Geheimnis entdeckt. Der ist... Ja, okay. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so richtig... Klar, ach logisch. Ja, das habe ich ja gerade erst erobert. Naja, also ich meine, die gehören ja schon zu Böhmen, ne? Ist schon so, dass ich ihm das geben möchte. Und der kann das dann weiter vergeben nach Belieben. Es ging mir jetzt nicht darum, dass ich selber die Titel bekomme, auch wenn es natürlich interessant ist, gut zu wissen, dass ich das dann bekomme und nicht irgendjemand anderes. Aber darum ging es mir ja nicht. Mir ging es eigentlich hauptsächlich hier um Pietät und Hingabestufe.
die sich dadurch jetzt auch ein bisschen verbessert hat. So, wir werden überfallen. Ich glaube, hier hinten muss ich auch mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Aber das könnte eigentlich auch der Ungar machen. Sieht auch so aus, als würde das tun. Okay. So, wir sind fast da. Da sind wir. Alle sind da und wir werden jetzt mal diese Truppe hier angreifen. Ich denke, das sollten wir schaffen. Ist jetzt keine übermäßige Überlegenheit, aber naja. Mein Ratsmitglied, Herzog Ratimir, hat sich zu Tode getrunken. Danke dafür. Und mein Cousin wurde in der Schlacht erschlagen. Schade. Was war das? Der Verwalter. Oh, mein Sohn ist hier ja unfassbar gut. Ja. Der wird das werden. Der Ratsverwalter. Mit einer 20. Klar, der ist ja auch mächtig. Das müssen die dann auch einsehen. Na? Also wie oft ich den Lothringer hier schon aus irgendwelchen Bredouillen geboxt habe, dafür verlange ich aber auch, dass der mir irgendwann helfen wird. Bisher habe ich es ja nicht wirklich nötig gehabt, weil wir selber auch sehr stark sind, aber wartet mal ab, ihr. Ich habe noch ein paar Möglichkeiten an Kriegen, wo ich vielleicht doch auch Unterstützung brauchen könnte. Ich weiß nicht so richtig, wo der gerade hinläuft. Da kommt er wieder. Schauen wir ihn mal in... Na, treffen wir ihn jetzt hier? Ja, in Metz, nee, in Trier, denke ich. In Trier können wir es schaffen. So, alle Feinde sind besiegt. Damit ist der Krieg vorbei. Sehr gut. Und wir können alle auflösen. Es hat sich eine Fraktion gegen uns geschaffen. Andalusische, muwaladitische Populisten. Sag mal, das ist irgendwie mehr geworden hier unten, oder? Ah, wir hatten den gefangen genommen. Deswegen war das dann 100%. Okay. Muss mir das irgendwie Sorgen machen? Ich glaube ja eher nicht, ne? Wir haben etliche Populisten hier. Aber ich glaube nicht, dass sonst das zur Gefahr wird. Unzufriedenheit 0% bei den meisten. Und wie kam das jetzt hier in unseren Besitz? Ach, die Provence hat sich das geschnappt. Das ist ja interessant. Titelgeschichte. Erobert in einem Religionskrieg sogar. Wow. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, sage ich da. So, was wäre denn jetzt unser nächstes Ziel? Nachdem wir jetzt ja die böhmischen Gebiete quasi bei uns drin haben. Man könnte jetzt hier weitermachen, man könnte aber auch andere Ziele wählen. Ich habe nämlich was anderes noch im Auge. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen Moldawien Krieg führen. Moldawien ist messalianisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ihm den Krieg erklären. Messalianisch heißt allerdings, das ist auch schon ein bisschen mehr, ne? Also hier unten, dieser ganze Bereich, weiß ich nicht, ob der dazukommen könnte. Es könnte sein, dass die sich anschließen. Übrigens auch ganz interessant, wir hatten hier lange Zeit viele asatrugische Gebiete. Die sind weitgehend von den Messalianischen zurückgedrängt worden. Und Byzanz selber, also Konstantinopel, ist katholisch geworden. Hier. Da kann ich aber leider noch nicht einheiraten. Da sind gerade, ja, keine Kinder verfügbar. Naja. Tengrisch?
Asatrugisch, ja. Hier, Galicia-Volinia hat sich nämlich hier auch reingefressen, auch in ungarisches Gebiet. Das ist sicherlich dann auch irgendwann mal ein Thema. Aber jetzt erstmal denke ich Moldawien. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Bis dann macht's gut, eure Miri.